Hallo ihr Lieben, es ist wieder Montag und damit Zeit für unseren Kreativnachmittag. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine optische Täuschung herstellt und damit alle zum Staunen bringen könnt. Die Materialien, die ihr heute braucht, sind folgende. Eine Schere, ein paar Schachtelspieße, einen Klebestift, Tesafilm, Filzstifte, weißes Druckerpapier, etwas Pappe, ein Bleistift und noch einen schwarzen Konturenstift. Und ganz wichtig noch ein Glas oder Becher, damit ihr einen Kreis aufmalen könnt. Als erstes nehmt ihr euch ein Blatt Papier und faltet es in der Mitte. Darauf malt ihr euch mit dem Glas oder Becher einen Kreis. Mit Hilfe dieses Konturenstifts. Es ist wichtig, dass die Linien so gut sichtbar sind, dass ihr es auch auf der anderen Seite sehen könnt. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber wenn ich jetzt das ins Licht halte, sehe ich auf dieser Seite meinen Kreis, den ich auf der Rückseite aufgemalt habe. Das ist nachher wichtig für das, was wir draufmalen wollen. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, was wir überhaupt zeichnen wollen. In meinem Fall war es hier einmal der Vogelkäfig und auf der Rückseite der Vogel. Denn das ist das Spannende an der optischen Täuschung. Wir müssen das Bild auf zwei Seiten malen. Eine Teil auf die eine Seite und das andere auf die andere. Ihr könnt zum Beispiel auch auf die eine Seite Blumen malen und auf der anderen Seite dann die Vase. Dann sind irgendwann die Blumen in der Vase. Ich habe mich heute für Wellen entschieden und ein Segelboot. Das heißt, auf die eine Seite male ich jetzt die Wellen und auf die Rückseite kommt mein Segelboot. Ich male die jetzt erst nochmal blau an. Das Wichtige ist jetzt, dass ich das auf der anderen Seite sehen kann, wo die Wellen sich jetzt befinden, damit ich genau da mein Segelboot hinmalen kann. Denn sonst hängt mein Segelboot später vielleicht in der Luft und schwimmt nicht in diesen Wellen. Sucht euch für den Anfang etwas sehr Einfaches aus, was ihr zeichnen wollt. Da habe ich das Boot fertig gemalt und halte es nochmal ins Licht und sehe, dass mein Boot genau in den Wellen schwimmt. Als nächstes kann ich jetzt sowohl das Boot als auch meine Wellen noch anmalen. So, ich habe jetzt mein Boot fertig gemalt und auch meine Wellen. Bei dem Boot bin ich hingegangen, habe es nochmal mit dem Konturenstift außenrum schwarz gemalt, dann erkennt man es noch viel besser. Als nächstes klappe ich jetzt mein Papier auf und klebe zwischen mein Papier meine Pappe. Jetzt kann ich meinen Kreis ausschneiden. Damit ihr das natürlich jetzt auch festhalten könnt, müsst ihr noch einen Schachtelspieß daran befestigen. Dafür löst ihr noch mal kurz die eine Seite von eurem Papier, etwas von der Pappe.
Leg das Schaschlikspieß mit der Spitze hinein. Vielleicht auch noch mal ein bisschen Kleber drauf machen, damit alles gut hält. Es muss richtig fester miteinander verbunden sein. So. Damit es jetzt hier richtig gut unten an der Kante hält, bin ich hingegangen und habe noch ein bisschen Tesafilm dran befestigt. Groß. So einfach so links und rechts gerade neben dem Schaschlikspieß hingeklebt. Dann ist er auch richtig fester mit den Scheiben verbunden. So, wie ihr jetzt seht, auf der einen Seite ist jetzt das Wasser und auf der anderen Seite ist das Sägeboot. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Herstellen eurer ersten optischen Täuschung. Und ich bin mal echt gespannt, wie erstaunt eure Eltern und Geschwister sein werden.